Hallo, ich bin Nagis. Und ich bin Benny und wir sind beide aus München. Am 14. Dezember stehe ich vor Gericht, weil ich auf Facebook eine jeppige Fahne hochgeladen habe. Das ist in den Augen der Bundesregierung und der Polizei bereits eine Straftat. Die antikurdischen Gesetze gelten als Vorwand, um die Meinungs- und Organisierungsfreiheit einzuschränken. Es gab sogar Hausdurchsuchungen bei uns und ich werde nicht das erste Mal angezeigt. Gegen Nagis und mich laufen bereits mehrere Ermittlungen. Dabei gehen die Behörden sehr gezielt vor und versuchen, so Zusammenhänge herauszufinden. Mit diesen politischen Prozessen möchte die Münchner Staatsanwaltschaft mich und uns zum Schweigen bringen. Weil sie Solidarität politisch nicht verhindern können, machen sie Gesetze, um uns zu kriminalisieren. Diese kolonialistischen Gesetze wurden teilweise aus den türkischen Anklageschriften übernommen. Na Türkei, Erdogan assassinou centenas de pessoas e prendeu milhares de outras numa tentativa repressiva. Aqui no Brasil, um governo de ultradireita também busca calar toda a voz contra a opressão e a exploração que percorre nosso país, impedindo que se lute contra o imperialismo. Wir fordern ein Ende der Kriminalisation und der Repression gegen unsere Genossen. Wir müssen zusammen gegen diese Unterdrückung kämpfen, mit der sie uns zum Schweigen bringen wollen. La France, dont le gouvernement utilise de ses forces pour écraser le mouvement actuel en France, joue également un rôle de répression très fort depuis très longtemps dans la question kurde. En effet, pendant la Première Guerre mondiale, l'Angleterre et la France ont décidé de diviser le Kurdistan entre quatre États différents. Cette répression continue aujourd'hui avec le financement de l'État turc et l'armement de l'État turc. Al igual que Trump, la Unión Europea criminaliza, reprime y deporta a miles de refugiados en sus fronteras. Refugiados que el propio imperialismo obliga a huir de sus países de origen. A causa de la explotación y las guerras impuestas. Basta de represión contra los refugiados. Mit dem EU-Türkei-Deal bekommt Erdogan vom deutschen Imperialismus Geld, um Geflüchtete an den Außengrenzen Europas abzuhalten, um die Festung Europa fester und sicherer zu machen. Dieses Geld benutzt er, um eine Mauer an der Grenze zu Syrien aufzubauen. Bei der Belagerung von Afrin wurden Kurdinnen mit deutschen Panzern massakriert, denn der deutsche Staat liefert Waffen an das türkische Regime. Dazu passt hervorragend, wie hierzulande in Deutschland Kurdinnen kriminalisiert werden und jegliche Opposition gegen den türkischen Staat diskreditiert wird. Ya sea contra los kurdos, los palestinos o los mapuche, el imperialismo les ha robado sus tierras. Y tiene un interés económico en mantener la opresión nacional. Por el derecho a la autodeterminación de todas las naciones oprimidas. Basta ya de represión al movimiento kurdo. Exigimos ahora ya la libertad inmediata de Beni y Narges. Die Kriminalisierung der Yepeche, also Frauenverteidigungseinheit, ist ein Angriff auf die Frauenselbstorganisierung. Wir fordern volle demokratische Rechte für alle. Es kann nicht sein, dass unsere Presse- und Meinungsfreiheit vom deutschen Staat und seinen Repressionsorganen angegriffen wird. Wir kämpfen dafür, dass wir unsere Unterstützung des kurdischen Widerstands in den sozialen Medien und in der Öffentlichkeit ausdrücken dürfen. Wir kämpfen auch dagegen, dass der Staat Zensur betreibt, indem er Zeitungen zur Löschung von Artikeln zwingt und Journalisten, die kritische Meinungen ausdrücken, abschiebt. Kommt deshalb am 14. Dezember um 8 Uhr zum Münchner Amtsgericht und zeigt Solidarität. Jin Jian Azadi. Stoppt die Kriminalisierung des kurdischen Widerstandes. Alto a la represión contra los kurdos. Libertad para Beni Nagis. Libertad para Beni Nagis.